Wir haben mit dem kaufmännischen Verein und den Schaustellern in Aurich eine Weinwoche als kleinen Ersatz für das Weinfest geplant. Und zwar ist die Idee, dass das Weinfest ein bisschen dezentral in die verschiedenen Gastronomiebetriebe geholt wird. Und dazu haben wir die Gastronomen der Auricher Altstadtgastronomie da aufgerufen, ein bisschen das Thema Wein zu spielen. Wir wollen natürlich so ein bisschen Auricher Lebensgefühl, Auricher Lebensfreude wieder in die Stadt bringen, wieder in die Gastronomie bringen. Wein ist ein ganz tolles Thema. Ich glaube, wir vermissen alle dieses Jahr im Juli unser Weinfest. Und das ist eine schöne Woche, wo man das aufleben kann, wo wir ein bisschen Weinfest unter Corona-Bedingungen haben. Und ich glaube, alle Auricher freuen sich auf ein tolles Angebot hier. Das Hafen 5, das Hafen 5 Extra, die machen zusammen ein bisschen was. Da gibt es auch ein bisschen was zu essen. Hier ist ein Winzer, der seine Weine vorstellt. Bei mir in der Pinte ist die Firma Wiedemann mit den Weinen, die wir auch vom Weinfest kennen, und stellt die ein bisschen vor. Dann haben wir das Donnaroma, die machen Speisen und Wein, also Menüs, wo dann der Wein wieder schön zupasst. Dann findet ein bisschen was im in der Börse statt. Der Barzi, der macht in seinem schönen Biergarten ein bisschen was. Also überall wird ein bisschen das Thema Wein gespielt. Zudem haben wir auf dem Marktplatz einige Schausteller, die noch ein bisschen Leben mit in die Stadt bringen. Und wir sollen an diesem Wochenende ganz, ganz viele Musiker in der Stadt haben, die Straßenmusik machen. Also Aurich wird leben an diesem Wochenende und wir freuen uns da riesig drauf. Im Prinzip durch die Stadtspaziergang einen ganz tollen Schlemmerspaziergang hier in Aurich machen unter dem Motto Wein. Ist eine schöne Sache zu zweit, zu viert. Denkt bitte an die Abstände, lasst es sicher für uns und lasst es sicher für euch und dann haben wir alle eine tolle Woche.